In diesem Video werden wir Barcode-Label von USPS-RAI-Labelschrift zu entwerfen. GRPU-Barcode-Software hat zwei Panels, Barcode-Einstellungen und Barcode-Planung-Blick. Typ auswählen und Barcode-Fund. Typ Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeilen. Passen Sie die Größe Ihrer Barcode. Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten. Sehen können Sie Ihre Barcode nach Ihren Wünschen einstellen. Wenn Ihr Etikettieranforderungen benötigt, weitere Vorbinformationen über Barcode-Etikett. Sie können in Barcode-Planung Ansehen entwerfen. Stellen Karte Eigenschaften. Wählen Sie Barcode von Zeichenwerkzeugen und doppelklicken Sie darauf. Typ auswählen und Barcode-Fund. Typ Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeilen. Jetzt können Sie Größe, Farbe und Schriftart Ihrer Barcode-Etikett anzupassen. Wählen Sie Text und Art. Stellen Sie Schriftart Ihres Textes. Hier können Sie sehen, verschiedene Zeichenwerkzeuge. Im Bildtool können Sie Erntebild durchsuchen und Sie können mehr als ein Barcode auf dem gleichen Etikett hinzuzufügen. Sonderformen erhältlich. Von hier aus können andere Bibliothekbilder hinzufügen. GRPU-Werkzeug bietet außerdem einige Funktionen zu verbessern. Sie können Liste der Barcode mit Stapelverarbeitung Serie zu generieren. Hier können Sie Datenblatt als Excel-Datei und Textdateiformat importieren. Sie können auch Datenblatt exportieren als Excel-Datei und Textdateiformat. In My-Funktion können Sie Barcode-Etikett erstellt senden. In Druckoption gibt es zwei Modi. In vordefinierten Etiketten können Sie nach verschiedenen vordefinierten Marken drucken. Hier tausende von Produktmodellen für jedes Etikett der Marke zur Verfügung. Wenn Sie manuell drucken möchten, legen Sie die Druckeinstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Hier Barcode-Etiketten gedruckt werden. Wenn Sie mit Hilfe von Laserdrucker drucken möchten, Offset-Druckeinstellungen an Ihre Etikettenbogen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Hier Barcode-Etiketten beim Drucken und sofort einsatzbereit. Danke für Ihren Besuch.